Konnichiwa, Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Silence. Ja, ich weiß nicht, was die beiden da veranstalten, aber okay. Wir gucken mal uns jetzt hier um. Wir müssen irgendwas Bitteres herstellen. Der sieht eher verrückt aus als verbittert. Ja. Da unten steht irgendwie Portugies. Warum steht da unten Portugies? Ich weiß nicht, ob man das gerade sieht. Moment. Ganz kurz. So, jetzt müsste das weg sein. Das war gerade ziemlich komisch. Ich glaube, nur ich habe das gesehen. Nicht. Egal. Stöpsel. Für dieser was? Dieser Stöpsel. Nicht rausziehen, bitte. Sonst entweicht Giftgas. Was? Eine Art Sumpfgas. Eine Mischung aus giftigen Fäulnisgasen und brennbarem Methan. Ist doch cool. So was. Drück, zieh's raus. Man kann es wirklich rausziehen. Ob Pilze. Die bitter schmecken? Sie leckt nur dran, ist dein Ernst? Wow. Wow. Oh nein, sie steht unter Drogen, oder was? Nein? Nochmal probieren. Ich konnte nichts anderes auswählen. Oh, hui. Oh. Ey, es ist... Was okay. machst du da, Rini? Nichts. Auf jeden Fall nichts mit den Pilzen. Nein. Sie leckt da weiter rum. Wow. Wow. Kannst du mir jetzt aufhören? Fasst du die Pilze an? Ja. Nicht mit den Fingern. Ich schwör's. Braves Mädchen. Nur mit der... Sie hört nicht auf. Nein, bitte nicht. Eher... Hui. Alles okay bei dir, Rini? Jo, Big Sam. Jo. Geh von den Pilzen weg, okay? Alles klar. Sie hat gerade an den Pilzen herumgeleckt. Auch schön. Und das ziemlich heftig. Durch die Wurzeln. Was können wir denn hier noch machen? Ich weiß nicht. Wir gucken mal hier noch. Geh nicht an die Pilze. Großes Skelett, mal gucken. Nein, nicht die Pilze. Nein. Könnten in den Knochen da Bitterstoffe drin sein? Unwahrscheinlich. Das war ein Myodontor, kein Pflanzenfresser. Okay. Was gibt's hier? Ein Grabstein. Ist das etwa ein Grabstein? Naja. Ja. Ist da jemand im Sumpf versunken? Und was bedeutet das Zeichen? Sowas wie ewige Liebe, glaube ich. Glaubt er. Du lebst doch hier. Da sind so irgendwelche komischen Bären. Oh nein, sie leckt schon wieder dran rum. Nicht rumlecken. Mmh, diese Bären schmecken nicht bitter, sondern ganz doll lecker. Nom, nom, nom. Was machst du da? Nicht einfach irgendwas essen. Könnte giftig ja, sein. Ja, genau. Ich frag nur auch immer. Willst du auch welche? Also... Mund auf. Lol. Ihr seid doch bekloppt. Hey, du kannst das super gut werfen, kleine Lady. Stimmt. Willst du noch ein paar? Da sind keine Bitterstoffe drin. Ganz sicher nicht. Ja, dann lutsch doch weiter alles an und test es aus. Was für eine Verrückte. Vielleicht finde ich da drin was Bitteres. Rini, geh lieber nicht so weit weg, hörst du? Aber wir müssen nein, was machen. Nein. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Oh, die hört überhaupt nicht. Was für eine freche kleine Göre. Die ist so süß und so. Ja, ja. Lass mal gut sein. Was ist das denn? Hier finde ich bestimmt was Bitteres. Keine Ahnung, solange du nicht alles anlutschst, was hier rumliegt. Oh, wer bist du denn? Ups, du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo, Sum. Ich bin Rini. Und du? Weiß ich nicht, der hat gerade gepupst. Tschüss, Sum. Und hat... Wenn du Noah siehst, sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Die Kleine ist noch sehr naiv.
Heißer Honig, natürlich, leck es ab. Leck Da es ab. verbrennt man sich die Zunge. Das kann dir doch egal sein, du hast ein Pilzrad abgeleckt. Eine Maske? Hey, was ist das? Nein! Hallo? Ist da jemand? Komisch. Die ist süß, aber sie ist auch doof. Wieso liegen die hier? Keine Ahnung. Gute Frage. Vielleicht Teergrube. ist das eine Pechgrube. Sieht ja aus wie flüssige Lakritze. Denkt sie nur an Essen oder was? Und schmeckt noch viel schlimmer. Ja, wenn du es einfach ablecken willst und so, natürlich. Du kannst die Maske nehmen und da vielleicht einen Weg bauen oder sowas. Wieso lassen die sich nicht abschalten? Weil es vielleicht Gehirnmanipulation ist, was weiß ich. Da konnte man gerade. Moment, das ist nicht so schwierig. Einfach hier mal. Bären. Das will sich nicht gerade anzeigen lassen. Noch mehr Bärenstamm. Beeren. Ich Ja. finde, die sehen viel bitterer aus als die anderen. Ja. Schrecklich super bitter. Die hole ich mir. Und wie? Okay. Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Ja, das kannst du ja diese Masken da eigentlich benutzen, oder? Daraus baue ich mir was. Na, mach mal. Nein, wir setzen dich nicht auf. Eine Dafür ist Tuschelbrücke. eine Tuschelbrücke. Oh. Vertrau mir. Ich probiere es trotzdem. Sollen wir den Ding jetzt glauben? Hört doch mal auf zu quatschen. Hip. Oh. Okay. Okay, wir müssen die Balance halten. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Bitterbeeren über mich. Die ist süß. Los, gib die Scheiße her. Lupp. Oh. Oh, da ist eine. Und die ist gleich weg. Oder? Wow. Die ist einfach. Hurra, das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, es ist einfach alles, was rumliegt, ne? Wahrscheinlich wird es jetzt weggeschnappt vom Fisch oder so. Ich hole vorsichtshalber gleich drei. Ich hab dich. Bäh. Gut, das haben wir auch geklärt. Diese Masken wollen uns die ganze Zeit irgendwie manipulieren. Wir gehen mal zurück, automatisch. Ich habe nichts jetzt gemacht. So, wir haben jetzt bittere Beeren, die sie Bittere einfach. Beeren haben wir. Und was nun? Bitterstoffe extrahieren. Nice. Extra was? Verstehe ich nicht. Das geht durch Erhitzen. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Ich weiß, dass da noch heißer Honig war. Vielleicht können wir das benutzen. Ich habe keine Ahnung. Kann er mir nicht vorher alles erklären, was wir machen sollen? Hier ist heißer Honig. Nimm mal. Autsch! Heul doch nicht rum, nimm doch. Damit könnte ich ein Feuer anzünden. Aber wie, wenn es zu heiß zum Anfassen ist? Nimm die Maske. Pech brennt, aber es sprüht keine Funken. Du sollst. Sie will nicht. Okay. Ein Ich großer frage mich, wie der Schädel. Fisch aufs Trockene gekommen ist und wie er wohl innen aussieht. Sie ist sehr neugierig und das ist sehr gefährlich. Wow, da ist ja noch ein Monster im Monster. Eine richtige Monstroschka ist das. Das stinkt echt schlimm hier drin.
Hallo, kann mir mal jemand helfen? Hallo, kann mir mal jemand helfen? Der hat uns nicht gesehen. Warum hältst du nicht den Mund auf? Es ist tot. Die Masken sind wieder hier. Hm? Wie kommen die denn auf einmal dahin? Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue. Red ihr das nur ein, Kleiner, red ihr das da nur ein. Da klebt Pech dran. Brennt bestimmt wie eine Fackel. Mhm. Ja, mach mal jetzt. Fackel einfach diese Masken ab. Okay. Schlau. Wirklich wow. Schlau, Mädel. Oh, oh. Hast du super gemacht. Hast du sehr schlau gemacht. Moos. Was können wir damit machen? Viel zu wenig Wasser zum Löschen. Wie soll es jetzt löschen? Wie soll ich denn das jetzt löschen? Dein Ernst? Die macht hier die Scheiße und wir müssen dann hier, was weiß ich, machen. Eine Maske. Können wir noch eine nehmen? Damit fackel ich mich noch selber ab. Nee, du sollst auch Feuer mitnehmen. Ja. Heißer Honig, bla bla bla. Ich weiß nicht. Wir gehen mal kurz zurück, weil... Ich trau der Kleinen nicht. Die macht hier nur Scheiße. Die macht echt nur Scheiße. Sie war so knuffig und jetzt ist sie eine kleine Scheißebauerin. Stöpsel. Ich habe Lust, den Stöpsel zu ziehen, aber wenn wir das machen, ich weiß nicht. Sollen wir? Sterben? Ups. Verdammt. Nicht einatmen, hörst du? Okay. Boah, stinkt wie Latrinendienst jeden Mittwoch. Wieso stinkt das denn so? Das kommt vom Schwefelwasserstoff. Der entsteht, wenn Eiweiß fault. Faule Eier? Und die brennen gut? Das ist das Methan. Ganz egal. Hauptsache es brennt. Oh mein Gott. Ich habe Angst, was sie vorhat. Hauptsache es brennt. Das sehen wir ja, was hier passiert. Hauptsache es brennt, ne? Ich finde was, womit ich das aufsammeln kann. Ja, du sollst auch diese Scheiße hier nehmen. Damit fackel ich mich noch selber ab. Mimi! Dann guck, ob hier drin noch was ist. Jetzt geht das wieder zu. Hm. Okay, hier scheint nichts drin zu sein. Ich habe aber das Gefühl, dass da was drin ist. Ja, du sollst es nicht einatmen, Mädel. Nicht einatmen. Aber hier gibt's nichts mehr. Warum nimmt sie nicht dieses Moos hier einfach mit? Viel zu wenig Wasser zum Löschen. Du sollst es jetzt auch nicht löschen. Sie will einfach nicht auf mich hören. Geht's hier hinten weiter? Nein. Was soll ich hier machen? Ich will ja eigentlich sowas hier mitnehmen. Damit fackel ich mich noch selber ab. Aber sie möchte nicht. Also, hier ist nichts, was wir nutzen können. Wir müssen was anderes finden. Ich bin mir aber nicht sicher, was. Na gut. Ja, die werden hier langsam verdaut und wir... Kann er uns noch einen Tipp geben, oder? Da hinten gibt es einen Glühtropfen von einer Biene. Soll ich die Beeren da drauflegen? Nein, die brennen nur an. Such lieber was Feuerfestes, worin du den Glühtropfen herbringen kannst. Gute Idee. Ja, was denn? Ein Warnschild. Das können wir damit nehmen. Ob ich den Glühtropfen damit aufsammeln kann? Warum nicht? Nimm's mit. Ja, natürlich. Bei ihr verzeih ich es, dass sie es nicht aufsammeln kann. Wie sollen wir das jetzt aber nehmen? Grinst nicht so gehässig. Ich finde schon, was ich suche.
Den Grabstein, das wäre auch keine. Da ist jemand gestorben. Hier gefällt's mir nicht. Ja, das verstehe ich schon. So, das Warnschild können wir auch nicht nehmen. Was soll denn die Scheiße hier? Können wir die Pilze? Nochmal probieren. Nein! Nein! Hui. Ich hui dir gleich auch eine. Aber richtig auf den blanken Arsch. Wir können... Da war gerade ein Hand. Ein Handsymbol. Warte mal. Großes Skelett. Kann man da irgendwas nehmen von? Ein Knochen könnte helfen. Und wie willst du das kaputt machen? Kein bisschen morsch. Das ist scheiße. Wir haben hier überhaupt nichts, was wir nehmen können. Geh nicht zu nah ran, Reenie. Nicht, dass du auch noch kleben bleibst. Ja, gut, die Kleine ist sowieso so neugierig. Das ist sehr gefährlich. Ich habe keine Ahnung, was wir hier nehmen sollen. Sehr merkwürdig. Ich finde was, womit ich das aufsammeln kann. Ja, was denn? Sag's mir. Hier gibt's nichts. Und Hinweise will ich nicht benutzen, so wirklich. Ich kann ja auch nirgendwo anders hin, das ist doof. Hier gibt's auch nichts. Manchmal wird doch nichts angezeigt, das ist doof. Viel zu wenig Wasser zum Löschen. Kann sie es nicht nehmen und es sauber machen? Damit fackel ich mich noch selber ab. Du kannst es doch anders benutzen, Mädel. Warum will sie es nicht anders benutzen? Vielleicht die Maske da hinstellen, damit es... Damit fackel ich mich noch selber ab. Halt die Klappe. Dass sie das... Schön brav A sagen. Genau. Dr. Reenie schaut sich nur kurz um. Ja. Nein! Nein! Ja, die Kleine, sie will mich ärgern. So richtig fett ärgern. Ich sehe nämlich, dass da irgendwas ist. Irgendwas ist da bei diesem kleinen Schädel. Und das will ich jetzt herausfinden. Schön brav A sagen. Dr. Reenie schaut sich nur kurz um. Ja. Gut, dann geh mal rein zum kleinen Schädel, weil da muss irgendwas sein. Irgendwas ist da. So, das hält jetzt. Einfach mal dagegen treten. Oh, was ist das denn? Helm? Und da ist auch noch was drin. Ja. Ein Ritterhelm. Toll. Ja. Für mich. Nicht für den Ritter. Ja, nicht für den Ritter, genau. Der hält sogar Feuerspeien in Drachenstand. Endlich haben wir was gefunden. So, juhu, nimm mal. Juhu, ich habe endlich was Feuerfestes gefunden. Du hättest es dir noch einfacher machen können, aber okay, ist okay, Problem. Sie ist noch klein. Schau mal, ich habe hier was, womit wir ein Lagerfeuer anzünden können. Gut gemacht, Reenie. Aber das Holz ist hier im Sumpf nicht trocken genug. Du musst etwas anderes finden, das du anbrennen kannst. Ich sehe Gas. Möglichst etwas, das nicht zu nah an mir dran ist. Das Warnschild? Das gibt gutes Feuerholz. Warum nicht? Das ist wahrscheinlich zu feucht. Das ist keine gute Idee. Explodieren kann der ganze Sumpf aber nicht, oder? Wie meinst du das? Na, wenn man das Gas anzündet. Ach, wird schon nicht. Nur gut, dass Noah nicht zuschaut. Bittere Beeren haben wir. Eine Feuerstelle auch. Und was nun? Ihre Bitterstoffe werden freigesetzt, indem man sie in Wasser erhitzt. Ich weiß Bescheid. Ja, natürlich weißt du das, Kleine, natürlich. Das Feuer, das Wasser, wir haben kein Wasser. Ich habe nur da diese Dingsbums gesehen, wie heißt es? Diesen Moos hier, da können wir Wasser schöpfen. Das fühlt sich so lustig an. Mimamu, wir melken eine Kuh. Strip, strapp, strull, gleich ist da einmal voll. Hast du schon gesagt, sie ist knuffig? Ich will sie essen, sie ist süß.
So. Nein, die passen nicht in meine Suppe. Nein, das sollst du auch gar nicht machen. Du sollst es da über das Feuer. So, jetzt die Bären. Deine. Juhu, jetzt bin ich ein echter Koch. Oh, ich glaube, der Zaubertrank ist fertig. Schau mal, was ich habe. Super Kottsaft. Ja, lecker. Yummy. Bitteschön. Hoffentlich ist der Saft bitter genug. Ich habe keine Ahnung. Yay. Wow. Das hast du gut gemacht, kleine Lady. Wir wurden fast umgebracht. Oh, Horus, sieh nur. Er hat eine Botschaft von Janus bei sich. Wir müssen ihn fangen, schnell. Guter Vogel. Oh. Schade. Dafür kann ich jetzt auch nichts. Der ist einfach abgehauen. Ja. Läuft super hier. Die Kleine leckt alles an und frisst alles. Also ist super. Kein Wunder, dass er sich Sorgen macht. Hier unser Noah. Da würde ich mir auch Sorgen machen. Sie guckt deprimiert. Dort ist das eingeritzt. Liebe? Kür, alles okay? Ja, ja, ich wollte nur kurz verschnaufen. Ist schön hier. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Was glaubst du denn? Der Honigduft, das magische Licht, die Gravur in der Rinde? Ein Drogenumschlagplatz? Ein Treffpunkt für Verliebte, du Idiot. Er sagte zu einem, komm her, fühl dich frei, lass dich mit Weintrauben füttern und sei glücklich. Sie hat jemanden verloren. Ha. Ist schon eine Weile her, hm? Ein ganzes Leben. Wir haben noch so einen Grabstein gefunden und da war auch dieses Symbol eingeritzt. Vielleicht hat das was damit zu tun. Was ist das? Klingt wie eine kranke Krähe. Nein, das ist unser Botenvogel Horus. Auf den habe ich schon gewartet. Komm, Horus, komm zu mir. Na los, ich bin's Kyra. Komm schon. Der ist eingeschnappt. Was ist los mit dir? Du kennst mich doch. Das wird das Problem sein. Was willst du damit sagen? Dumme Krähe. Kommst du da nicht hoch, hm? Ne? Warum ist denn der so sauer? Oder angepisst, ich weiß nicht. Ein dunkles Loch. Sedgwick hätte darin eine Metapher für sein Leben gesehen. Für mich ist es nur ein Loch. Wenn auch ein ziemlich dunkles. Mann, ist ja deprimierend. So, was ist das hier? Wurzel mit der Blüte. Tret mal einfach. Mist. Ich kann nicht glauben, dass wir hier festhängen. Mist. Wen interessiert dieser Janus? Mich. Und ohne mich findest du Rini nicht. Schon klar, ihr seid nichts weiter als miese Entführer und Erpresser. Keiner hat euch herbestellt. Ohne die Botschaft gehe ich nicht weiter. Gib mir dein Schwert und ich fäll den Baum. Nein. Ganz bestimmt lässt sie zu, dass wir diesen Baum fällen. Du musst ein bisschen taktvoller werden. Weiter geht's? Nee, das wird ja nicht weitergehen. Das ist ein Honigbaum. Okay. Mach eine Räuberleiter. Okay. Sie gibt mir Befehle. Das wird nichts. Aua! Ui, da bahnt sich was zusammen. Abgerutscht. Ich dachte, du wärst nur ungeschickt. Dabei bist du ein Schwächling. Oder du bist zu schwer. Was? Das ist die Rüstung. Das darf man nie zu einer Frau sagen. Also. Bei mir ist es scheißegal, das interessiert mich gar nicht, aber. Was macht der jetzt? Ach so, ich kann zurück zu. Ach so. Versteck dich doch, schnell!
Was ist passiert? Oh je, was machen wir jetzt? Psst, auf jeden Fall nicht reden. Die Sucher haben gute Ohren. Okidoki. Ich weiß gerade nicht, was hier abgeht, aber okay. Da liegt ein Speer. Ich stelle mir vor, das ist ein Märchen. Und ich bin die Drachentöterin. Eine Drachentöterin braucht einen Speer. Das ist nicht dein Ernst, das ist nicht dein Ernst. Die ist verrückt. Jetzt oder nie. Jenny, was machst du denn? Bist du verrückt? Hey, schau her zu mir. Ja, dich meine ich, du hässliches Vieh. Ja, das schaust du blöd, was? Ach nein, so siehst du ja immer aus. Mist. Blöd und bucklig. Komm schon, mal los. Und krumme Beine hast du auch noch. Boah, dein Ernst jetzt, Kleinem? Das ist nicht ihr Ernst. Die ist verrückt. Sie bringt uns alle in Gefahr. Merkt sie nicht, dass das reale Gefahr ist? Wow, was ist das jetzt schon wieder? Ah! B! Sie schluck auf! Gesehen und gehört hatte mich auch nicht. Egal, bring dich in Sicherheit. Letzte Chance. Ich zähle bis 3. 1, 5, 7, 3. Das ist 3, natürlich. Du bist großartig, kleine Lady. Und du bist kugelrund. Juhu. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Okay, das war jetzt aber ganz schön merkwürdig. So, wir sitzen jetzt immer noch fest und ich muss jetzt erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part und wir kriegen hoffentlich dann die Nachricht vom Baum. Schaltet dann wieder ein und bis dann.